So, wichtige Information. Ich habe eben gelesen, man muss Abigail gar nicht beschützen. Sie wird höchstens bewusstlos. Also die fällt ja sofort um und ich habe immer versucht, sie alles auf mich zu ziehen. Ich werde jetzt so Hit and Run versuchen. Oder der immer wieder wegrennen von denen. Nichtsdestotrotz, wir brauchen das Geisteröl. So. Dann pullen wir uns. Und das mit der Ausdauer, war das der? Ja. Yep. Was hört man hier denn? Was ist denn mit dem Drang? So, Waldkraut. Und so ein. Das brauchen wir sowieso. Mal kurz speichern. So, raus. Ich habe natürlich wieder bla 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 bla. Lass dir die Hexe nicht so diese Schla. Sie hat mein Bruder in ihrer. Ich träume. Euer Bruder war. Warum? Was ist? Sie macht euch. Ihr handelt mit Band. Habt ihr. Was denkt die Hexe? Das. Mikul ver. Abigail hätte mit ihrer. Schlimm, dass man das hier immer. Nein! Das will ich hol. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos, Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Hab keine Angst. Da ist sie! Verbrennt, die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen! Fürchtet euch nicht! Sie sind... Escape wegmachen? Oh, nimm die Waffe raus. Mal erstmal Gruppe. Wieso betäubt er? Lauf! Naja, hilft ja nichts. Wir müssen jetzt laufen. Wie macht der das? Wieder laden. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das machen soll. Wie soll ich denn das schaffen? Oh. Ich glaube, wir müssen zuallererst die Bestie fertig machen. Versuchen wir wirklich nur die Bestie und alles andere ist egal. Ob wir den schnell umbringen. Lasst die Hexe nicht so schnell. Diese Schlacht, sie hat mein Bruder in ihr. Ich treu. Euer Bruder. Warum? Was ist sie? Euch. Ihr handelt. Habt ihr. Was denn? Die Hexe. Quest hier oder dieser Kampf. Miku, das ist sehr frustrierend. Mit ihrer. Da steht sehr viel von. Nein. Internet. Ihr. Das wäre ich hol. Das sind sehr, sehr viele. Seit Anbeginn der Zeit sind. So, jetzt. Ich muss einfach scheißegal auf alles, einfach die Bestie versuchen. Vielleicht kriege ich noch ein, zwei Heals von Abigail. Das machen wir jetzt einfach, bis das klappt, bis der Zufall es will. Also nicht Gruppe, sondern Einzel.
Lass die Hexe. Die Hexe nicht so. Diese Sch. Sie hat mein Bruder. In ihr. Ich trau. Euer Bruder. Warum? Was ist sie? Euch. Ihr Handel. Habt ihr. Was? Die Hexe. Miku. Abigail. Mit ihrer. Nein. Das. Ich ho. Jetzt hab ich's gleich hier Escape drücken. Gruppe. Also ich werde ja 100% gelähmt zweimal. So muss ich nur in der Zeit mehr Schaden raushauen als, oder mehr töten. Lass die, die Hexe nicht so. Diese Schlacht, sie hat mein Bruder in ihr. Ich treu. Euer Bruder. Was ist sie? Euch. Ihr Handel habt ihr was? Die Hex. Mikul. Abigail mit ihrer. Versuchen nahe Abigail. Nein. Ihr. Das will ich hole. Seid. Usevi. Ich wollte weg. Abby, Heidi, bist du noch da? Ja. Abby, Heidi. Zu Abigail hin, dass wir sie, die auf uns ziehen und dann hoffen, dass sie mich heilen. Und nicht vor den Haus rennen. Und wenn dann die Scharen weg sind. Lass die, die Hexe nicht so. Diese Schlacht, sie hat mein Bruder in ihre. Ich träume. Euer Bruder. Warum? Was ist sie? Euch. Ihr Handel. Habt ihr. Was? Die Heck. Miku. Abigail. Mit ihrer. Nein. Das. Ich ho. Seid an. Okay. Wo ist Abby? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich muss hier noch looten. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant. Nein. Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel.
Ah, na gut, wenigstens halt ein bisschen Leben. Happy, wir sind fit, ne? Boah. Willst du feiern? Was ist wichtig? Boah. Der Scheiß. Boah, Abby hat uns den Popo gerettet. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Einfach so? Die wichtigen haben wir schon gelootet. Nur ein, zwei Mal. War das aber ein Kackkampf, muss ich sagen. Habt ihr jetzt gesehen? Habe ich bestimmt 10 Mal gemacht oder so. Ich glaube, ich speichere jetzt erstmal. Oh, wir haben es geschafft. Quest abgeschlossen. Abby lebt noch. Sollen wir den Pass jetzt, den Useligen? Freibrief. Diese Person, die dieses Dokument vorzeigt, hat das Recht, Wiesemar jederzeit zu betreten. Hiermit tun wir kund und zu wissen, dass der Träger dieses Dokuments ein getreuer Diener des Ordens der Flammenrose und gläubiger Anhänger der Kirche des ewigen Feuers ist. Durch Erlass von König Foltest und dem Großmeister des Ordens der Flammenrose darf dieser Mann die Grenzen Wiesemars zu jeder Tages- und Nachtzeit frei passieren. Außerdem gelten die Quarantänebestimmungen für ihn nicht. Jack de Aldersberg. Yeah. Good. Ja, ist ziemlich kackig jetzt hier. Wo sind wir eigentlich hier, ne? Ja. Wiesemar, ich habe einen Pass bekommen, mit dem ich trotz der Quarantäne die Stadttore passieren darf. Ungeheuer. Katriona, Krankheit, die sich nach dem Krieg mit Nilfgaard in allen nördlichen Ländern verbreitete. Alle, die an Katriona erkrankt sind, sterben eines schrecklichen Todes. Ihre Zuckungen werden jeden Tag schlimmer, sie erbrechen Blut und Schleim und haben blutigen Durchfall. Nach rund einem Dutzend Tagen sterben sie qualvoll. Ich habe den Passierschein, der mir sicheren Zutritt zur Stadt gewährt. Ich sollte Shani wie vereinbart in der Taverne treffen. Würfelspiel. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier zur Taverne. Der Bestie ist tot. Zusammen mit all den Mist-Einwohnern, die hier waren. Abigail ist fit.
Aber ich weiß nicht, ob Abigail eigentlich, ob die hier bleibt. Also ich meine, würde man hier bleiben? Nachdem man da fast gelyncht wurde? Ja, mal weiter. Oh. Was ist denn das jetzt? Ein Ghoul. Ja, also ohne das Geister wäre das gar nicht gegangen mit dem Hund. Denke ich immer. Wo hier noch richtig? Hä? Ich sehe hier nichts. Ach so. Ja, das hilft mir auch nicht viel. Hier ist irgendwie ein Weg. Das Licht da. Vielleicht habe ich das Spiel ein bisschen zu dunkel jetzt gemacht. Das ist einfach nichts für sie. Aber da ist das vor. Genau. Müssen wir den Eingang finden. So, weil es jetzt draußen die Sonne scheint. Hier. Sehe ich nichts auf dem Monitor. Keiner mehr hier, oder? Ich glaube, ich meditiere nochmal schnell. Irgendwie kein Nerv. Aber keine Talente. Mission können wir auch nicht wirklich was, außer Salben. Wir sind schon da, Mitternacht. Und das nicht irgendwie ziehen da? Achso, hier. Warten wir mal 4 Stunden. Komm. Denke ich hier raus, dann ist er noch abgeschlossen. Jani, bist die einzige, die hier noch lebt, ne? Geralt, geht es euch gut? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin in Ordnung. Ich erzähle euch alles auf dem Weg nach Vizima. Hier bin ich fertig. Ich ebenso. Ich hoffe, ich kehre niemals zurück. So viele schlechte Menschen. Das sind wahrlich keine angenehmen Zeiten, Geralt. Die Pest, drohende Kriege. Dennoch bin ich verblüfft. Wisst ihr, wie die Bestie entstanden ist? Nein. Sie selbst schufen sie unwissentlich durch ihre Missetaten. Kein noch so mächtiger Zauberer hätte das vermocht. Alles, was sie dafür brauchten, war Hass, Niedertracht und Gier. Klingt wie ein Märchen. In jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Lasst uns gehen. Vizima wartet. Okay, ich muss das Tor erreichen. Kommt. Kommt. Oh, Entschuldigung.
Ich lasse hier den Vortrag. Okay, ich laufe jetzt aber hinterher. Wir flüchten hier wie so Flüchtlinge hier. Danke. Vielleicht ist es grün, aber dass sie uns freundlich gesonnen sind. Oder der Jägersmann, der ist freundlich. Oder einfach, dass sie mehr als normale Tags haben. Die rennt aber auch querfeld ein. Also auf jeden Fall Japan. Nicht gut. Noch eine Leiche. Auf jeden Fall unseren Auftrag erfüllt. Die Bestie ist tot. Und zum Geistlichen, der uns den Auftrag gegeben hat, brauchen wir auch nicht zurück, weil er auch tot ist. Die kamen ja dann, nachdem wir die Bestie erledigt hatten, nochmal nach und hinter uns her. Meteor-Schwert. Achso, nee, weil das die Essenz oben drauf hat. Deswegen sieht das aus, so bläun. Ist jetzt langsam hell. Wo läuft die denn hin? Wie sieh mal, liegt hinter diesem Tor. Hierher kehren wir hoffentlich niemals zurück. Das hoffe ich auch. Die Bestie ist tot. Die Salamandra sind tot. Und die Bauern auch. Ich habe einen Pass. Mikul sollte uns einlassen. Gehen wir. Geralt, redet mit der Wache. Lasst uns hier verschwinden. Check. Aha! Miko, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Mikul, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikul. Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Wen haben wir denn hier, Mikul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel, das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Mikul, du... Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Nein, ich will ihn nicht bekämpfen. Boah, Mikal, der. Oh, Mikul, schon. Der Arsch. Da. Hey! Lasst mich hier raus! Ich bin unschuldig!
Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens. Ich will nicht bei den Politischen sein. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich bin ein anständiger Dieb. Lasst mich raus! Schnauze! Ich bin beschäftigt! Still, Jethro! Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich! Dieb, genau! Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös! Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen! Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse! Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Visima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch! Oh oh. Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Was? Der ist gesucht. Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer. Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ja. Ich kann's kaum erwarten. Okay, eine Menge Dinge passieren. Scheint, sind wir hier im Kerker. Mit anderen Gefangenen. Mich juckt's in den Fingern, jemandem eine reinzuhauen. Ja, ich weiß schon. Oh, der Hauptmann der Stadtwache entließ den Professor, einen der gesuchtesten Verbrecher Termiens, aus dem Gefängnis. Shani, kurz nach meiner Ankunft ich habe Shani in die ganze Angelegenheit mit den Salamandra hineingezogen. Obwohl das Mädchen in Gefahr war, ging alles gut aus. Shani beendete ihre Aufgaben im Umland und kehrte nach Visima zurück, in ihr Haus im Tempelbezirk. Also sie ist hier in ihrem Haus, sie wohnt hier. Professor, Salamandra Kermolen war ein Mann, der Professor genannt wird. Stellt sich heraus, dass der Angriff auf Kermolen nicht die erste Missetat war. Der Professor wurde vor meinen Augen aus dem Kerker entlassen. Er verspottete das Ganze und zeigte mir, wie mächtig Salamandra wirklich geistlicher. Lebt in der Stadt gleich links vom Tempel. Tagsüber betet er entweder oder kümmert sich um den Schrein. Die Hexe Abigail war vermutlich bereits tot, als ich beim Geistlichen ankam. Was? Ist doch falsch. Abigail lebt. Unüberbrückbare Gegensätze, anders kann man es nicht nennen. Wir stritten uns, ich musste den Priester umbringen. Abigail. Der Geistliche ließ die Gemeinde wissen, dass Abigail den Fluch des Höllenhundes gesprochen hatte und ein wütender Mob umzingelte die Hexe. Ich entschied, dass sie den Tod nicht verdiente und verhinderte, dass man sie lynchte. Genau. Abigail verließ das Umland für immer, also sie lebt. Man hat dieses schreckliche Bild. Das ist eigentlich das Schlimmste von allen hier. So. Eigentlich nochmal ein Quest jetzt, ne? Oh, das ist super. Tja, dann wird im Knast sozusagen. So. Besser lebt. Ja. Wie bitte? Ja, machen wir hier Pause mal beim nächsten Mal weiter. Fangen wir hier dann wie Simon frisch an. Bis dann. Hier.